Einen wunderschönen guten Abend zusammen heute zum Webinar Stereo Trader Helpdesk mit natürlich Ehrenperson Dirk Hilger. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie natürlich ganz herzlich auch im Namen von FX Flat heute um 18 Uhr begrüßen. Ich bin gespannt, was Sie für Fragen mitgebracht haben. Uns haben vorhin noch einige Fragen erreicht, die haben wir dem Dirk noch versucht weiterzuleiten. Und ich hoffe natürlich, dass wir so viele Fragen wie möglich beantwortet bekommen. Es kann natürlich nicht immer alles beantwortet werden, ne, weil das Ganze ist ja auf eine Stunde reduziert. Aber ich glaube, der Dirk kriegt das schon hin, dass wir gut was geschafft kriegen heute. Oder, Dirk? Ja, ich wollte gerade sagen, das sind irgendwie echt viele Fragen. Also das sehe ich ein bisschen schwarz, dass wir da durchkommen. Wir versuchen es mal auf alle Okay. Fälle. Gut, Alright. bevor ich aber dem Dirk den Bildschirm gebe, würde ich einmal noch auf den Risikohinweis eingehen. Ganz wichtig, das ganze Webinar dient natürlich wie immer nur zu Informations- und Schulungszwecken. Am Ende ist es immer Ihre eigene Entscheidung, die Sie treffen müssen, was Sie genau tun möchten. Und bitte verstehen Sie das Ganze hier nicht als Handelsempfehlung oder gar als Anlageberatung. Ja, das ist ganz wichtig zu sagen von unserer Seite. Dirk, wenn du bereit bist, würde ich dich zum Ich bin Moderator ernennen. bereit. Ja. Kannst du rüberschicken. Machen Kannst du mich hier anbeamen. So. Den Bildschirm hier finden wieder. Das sollte der gewesen sein. Mal gucken. Ja, das sieht doch gut aus, ne? Perfekt. So. Dann. Genau. Erfolg. Ich bin da, wenn was sein sollte. Ich helfe dir so ein Ja, bisschen bleib aus dem nochmal schön Hintergrund. da. Lass mir hier Händchen halten. So, jetzt aber. So, dann sage ich auch mal Tag, hallo und herzlich willkommen aus Köln und Ratingen live und in Farbe zum Stereo Trader Helpdesk Webinar. So, und damit wir uns hier auch nicht allzu lange aufhalten, steigen wir sofort auch mal ein. Also es sind ja einige Sachen hier schon per Mail gekommen. Ich versuche natürlich halt irgendwie da so viel wie möglich aufzugreifen. Mal sehen, ob das gelingt, aber generell dreht sich das natürlich jetzt erstmal alles um die neue Version. Das ist ja auch gut so. Also das betrifft jetzt erstmal nur den MetaTrader 5, die Vierer. Da fangen wir mit dem Testen diese Woche an. Das sieht alles soweit ganz gut aus bisher. Und dauert aber noch ein paar Tage. Und das heißt, alles, was ich jetzt heute halt an Fragen auftut, wird sich dann halt wohl um den MetaTrader 5 hauptsächlich kümmern. Wenn der MetaTrader 4 zum Tragen kommen sollte, sage ich gleich, kann sein, dass ich es nicht beantworten kann, weil muss ich erstmal gucken, ob der aktuell läuft. Weil ich bin halt hier bei mir immer in der Entwicklungsumgebung halt auch drin und das hängt eben auch damit zusammen, dass halt dann auch immer gleich schon geguckt werden kann, ob halt jetzt zum Beispiel dann halt irgendwelche ja, Issues, Fehler, die halt da irgendwo drin waren, vielleicht sogar schon behoben sind. Und dass man die halt abhaken kann, ne? Und das ist halt immer so ein bisschen halt auch mit der Grund dafür. Und deswegen, da kann es aber dann auch mal sein, dass dann irgendwas umgekehrt dann auch gerade mal nicht funktioniert, was dann in der Hauptversion funktioniert. Aber jetzt speziell auf den MetaTrader 4 bezogen, weiß ich nicht, ob ich das auf die Schnelle hinkriege. Gut, so. Dann würde ich würde das mal von oben nach unten durchgehen, ne? Also was da so per E-Mail reingekommen ist und falls mir da halt irgendwie was fehlt, würde ich da halt dann irgendwie dann auch, brauche ich dann deine Unterstützung. So, also. Und ich sortiere das hier mal gerade um. Also links oben, wenn wir schauen, wir Strategien festlegen. Wenn ich zum Beispiel in DAX 3 Strategien festlege und dann ein neues Chartfenster für den DAX öffne, dass sind dort die Strategien nicht zu finden. Ja, also ich weiß, was gemeint ist. Wenn man hier oben eine neue Strategie anlegt, das ist gemeint, ne? Das hängt damit zusammen, das ist tatsächlich, es ist eigentlich kein Bug, sondern ist der Tatsache geschuldet, dass halt, wenn ich einen neuen Chart aufmache, ne, das spielt doch gar keine Rolle, ob ich jetzt hier eine Strategie habe oder nicht, aber nur, dass man das versteht, wenn ich ja jetzt einen neuen Chart aufmache, jetzt zum Beispiel hier für den Dow, ne, und dann passiert ja Folgendes,
dann habe ich einen passiven und einen aktiven Chart. Das heißt, hier kann ich handeln, hier kann ich es nicht. So, und da halt die ganzen Setups auch unterschiedlich gespeichert werden, je nach passiv und aktiv. Und daher kommt dann leider, der Timo hat das auch schon mal angesprochen, der Umstand, dass wenn ich hier neue Strategien anlege, dass ich die hier gar nicht sehe. Weil halt es für passive Charts keine Strategien gibt. Das ist das ganze, die ganze Erklärung dafür, ne? Und das heißt, es ist jetzt nicht, also es ist vielleicht eine Geschichte, die man halt im Design mal überdenken sollte. Da stimme ich zu. Aber nur, um das mal zu erklären, warum das halt so ist. Ich weiß nicht, von wem die Frage ist. Ich habe mir die Namen hier nicht dazu geschrieben, mit Absicht nicht, weil es ja E-Mails sind und nicht, dass ich aus Versehen mal das auf dem Bildschirm hier habe und dann steht da nachher, habe ich dann irgendwelche Datenschutzverletzungen da am Bein. Also derjenige, welcher, der das geschrieben hat, darf sich ja hier gerne zu Wort melden. Aber das ist halt, das war in der Tat, in den alten Versionen war es anders. Aber das ist aber schon länger so. Das ist, glaube ich, auch nicht erst, bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich erst der 2.6 ist oder ob das nicht zwischendurch auch schon mal geändert wurde. Das war von mir, der Hubertus, super. Okay, ne? Also wie gesagt, ich muss mir da mal was überlegen, weil ich fände es natürlich auch gut, ne, wenn man hier jetzt nicht nur auf den aktiven Modus so zurückschwenken könnte, sondern eben auch gleich eine Strategie auswählen könnte, in welcher ich den Aktivmodus halt aktivieren will. Aber das muss mal ein bisschen überdacht werden, weil genau solche Sachen denkt man immer so, oh, ganz einfach und dann nachher haben die halt so einen riesen Pferdefuß und Rattenschwanz. Und dann hat man wieder 4 Wochen Bastelarbeit am Bein. Das geht ja immer ganz schnell. Und deswegen bin ich ja immer so ein bisschen vorsichtig mit Zusagen, was da halt jetzt so eine Änderung angeht. So, ich habe öfters in einem Chart mehrere Trades offen. Die einzelnen Einstiege werden rechts durch kleine Kästchen angezeigt. Wenn ich nun den Chart rechts skaliere, dann wandern diese auch nicht mit, sondern bleiben auf der Bildschirmposition stehen. Das ist aber eigentlich eher ein Phänomen von der alten Version, zumal wir keine kleinen Kästchen mehr haben. Also gemeint ist das hier, wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich wieder aufpassen, ne? Ich weiß ja, dass da einige immer mithandeln, wenn ich hier nur so tue, als würde ich handeln, weil ich ja immer versuche, auch intuitiv die richtige Richtung aufzumachen. Und das sind hier im Helpdesk schon ganz viele Punkte zusammengekommen, ohne dass das überhaupt mein Plan war. So, also gemeint Kästchen. Früher waren da so Kästchen, aber seit der letzten Version ist das ja anders. Da gibt es keine Kästchen mehr, sondern wenn der DAO sich jetzt hier noch ein bisschen bewegt, sondern man hat die Einstiege dann halt hier separat mit Size und so weiter angezeigt. Und die wandern definitiv mit, ne? Also wenn man den Chart skaliert. Ich weiß, das war vorher in der alten Version, war das in der Zwischenversion, keine Ahnung, was da verrutscht ist, aber da sind die halt einfach stehen geblieben. Das ist richtig. Aber hier habe ich das noch nicht gesehen, ne? Im Halbdesk laufen die besten Punkte. Ja, genau. Da kommt es schon. Okay. Ne? Also das heißt, das muss ich erstmal irgendwie, kann ich nicht bestätigen, weil das war ja halt mit eins von den, was in die großen Änderungen da reingeflossen ist. Ne? Dass man halt hier die ganzen Positionen im direkten Zugriff ja dann auch noch wesentlich komfortabler hat, als es vorher. Ja, MT4-Version, ne? Vergiss es. Also, das ist da in der Tat noch, das kann man vergessen. Ne, da kommt jetzt sowieso ja demnächst die Änderung und da ist das genauso drin, wie es in dem SteroTrader MT5 da in dieser Version, warum auch immer, drin gewesen ist. Ne, das erledigt sich von selbst. Okay. Was? Ja, gute Frage. Was passiert, wenn ich den SteroTrader neu installiere? Mit meinen ganzen Einstellungen werden offene Grid-Aufträge, die nur zum Teil ausgeführt sind, und die noch als offene Orders auf den ST vorhanden, damit noch da sein. Nein. Also generell ist es so, ne, nicht nur bei Grids, also auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine neue Order in den Markt lege, die halt hier mit MIT gekennzeichnet ist. Das heißt Market If Touched. Das heißt, das ist eine synthetische Order, die vom SteroTrader verwaltet wird. Die ist danach nicht mehr da. Ne? Sobald der SteroTrader, wenn ich den zumache, wäre das alles hier weg, ne? Weil diese Orders existieren ja auch nicht. Und beim Broker, wie man sieht, die tauchen ja hier unten nicht auf. Außer ich habe natürlich halt hier das MIT aus, dann ja, dann bleiben die natürlich da, aber nicht, wenn das MIT an ist. Also generell würde ich halt sowieso immer sagen, bevor man
eine neue Version installiert, sollte man im Idealfall wirklich flat sein. Also wenn es eine einfache Position ist, ist es eigentlich kein Problem. Ne? Aber wenn es irgendwas Kompliziertes ist mit mehreren Orders und so weiter und so fort, lieber flat. Und dann ist man auf der sicheren Seite. Glaube, das versteht so ein bisschen aber auch von selbst, weil es kann natürlich immer mal sein, dass mit einer neuen Version halt dann auch von den Sachen, wie sie gespeichert werden, sich auch mal was ändert und dann halt auch mal ein paar Einstellungen weg sind. Ne? Und nicht, weil das halt irgendwie ist mit Sicherheit keine Absicht, aber es wird ja halt auch oft, also gerade an dem, was halt jetzt zum Beispiel halt so ein Stereo-Trader dann halt speichert in der jeweiligen Version, das unterscheidet sich dann halt auch schon mal. Und da können genauso gut in dem Speicherformat mal irgendwie noch Änderungen kommen, oder halt in dem, was generell überhaupt gespeichert wird. Und da bleibt es dann halt manchmal nicht aus, dass man halt ein paar Einstellungen dann halt leider über Bord werfen muss. Ne? Gut, was mit der ganzen Trade-Historie wird dann hier auch noch gefragt. Also mit der Trade-Historie ist es so, die wird nie wieder verloren gehen, weil nämlich seit der letzten, also jetzt mit der neuesten Version ist es so, dass die Trade-Historie, und das ist ja mit einer der Änderungen, dass nämlich halt die, ups, da war es nicht breit genug, dass die Trade-Historie ja halt für nicht mehr gespeichert wird, sondern halt, dass die Trade-Historie generell sich unten aus dem vorhandenen Konto halt von selbst aktualisiert. Das heißt, die stimmt immer. Also das war ja halt, das war der Hauptumbau von der ganzen Geschichte. Also was ja auch zur Version 2.6 geführt hat. Also mitunter, das sind natürlich basierend darauf noch ganz andere Sachen dazugekommen. Aber halt, dass eben, dass die Statistik, dass die sich halt jetzt immer im Nachhinein halt eben auch selbst immer wieder richtig zurechtrechnet. Ne? Also auch wenn da mal zum Beispiel mal kurzfristig was nicht stimmt, beim nächsten Start ist es garantiert alles wieder hundertprozentig in Ordnung. Ne? Das heißt, darüber muss man sich gar keine Gedanken mehr machen, weil nämlich halt, das sieht man aus, kann ich ja mal kurz zeigen, wenn ich den jetzt hier als Beispiel zumache und nochmal neu aufmache. Und dann passiert nämlich Folgendes. Wenn man dann hier rechts auf die Statistik geht und dann steht hier Import. Ne? Und das heißt, der geht dann quasi im Hintergrund, also man kann hier ganz normal weiterarbeiten, ne? Das ist alles gar nicht davon betroffen, aber im Hintergrund wird eben das ganze Konto ausgelesen und mit der Logik vom Stereotrader dann halt in Trades umgerechnet. Und dann auch wie gewohnt separiert nach Handelsinstrument und Strategie. Ne? Also das ist halt deutlich komfortabler. Da muss man sich also definitiv gar keine Gedanken mehr drum machen, dass da irgendwas verloren geht. Und das ist auch das, was jetzt im MetaTrader 5 ja auch genauso kommen wird. Und dort ist dann halt jetzt natürlich nochmal genauso kompliziert, bis das dann halt alles steht. Aber das ist halt eben der Grund, warum das alles gerade so ein bisschen dauert. Okay, ne? Das heißt also auch hier die Zeiträume und so weiter. Ach so, übrigens, vielleicht mal noch ein kleiner Hinweis. Der eine oder andere, der halt hier die neueste Version da halt am Start hat, wird auch gemerkt haben, da gibt es noch so einen kleinen Bug, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt halt eine Position zumache, dann stimmt manchmal hier das letzte Ergebnis nicht. Das ist aber nicht tragisch. Also generell, also ich kann sein, also da bin ich nicht so ganz dahinter gestiegen, weil, nur um das mal zu erklären, das läuft halt alles asynchron ab. Das heißt, es ist nicht so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel halt hier eine Position zumache, ne, dann sagt nicht der Stereo-Trader so, hallo Server, ich mache mal hier eine Position zu, was habe ich denn verdient? Und der Server sagt dann, ja, guck, hier, du hast 28 Euro minus gemacht. So läuft das nicht. Sondern das läuft so, dass der Stereo-Trader sagt, ey, guck mal, ich mache hier mal zu. Und der Server sagt, ja, danke. Und dann fragt der Stereo-Trader, ja, was habe ich verdient? Und dann sagt der Server, du, ich habe gerade keine Zeit. Also so kann man es, glaube ich, ganz gut wiedergeben. Und dann kommt irgendwann, man weiß es nicht wann, kommt dann halt eine Meldung vom Server, der sagt dann, ey, guck mal, ich habe hier noch ein Trade-Ergebnis für dich. Und das heißt, dann muss der Stereo-Trader halt herausfinden, wozu das überhaupt gehört, muss das einsortieren in die Statistik. Und an der Stelle ist es momentan so, dass es manchmal nicht ganz stimmt. Ja? Also es ist kein Beinbruch, weil man kann das ganz einfach beheben. Also wenn, ich weiß nicht, ob es jetzt passiert, ich kann es mal versuchen. Ich bin jetzt hier bei minus 33 Euro, ich mache mal zu. Ja, jetzt stimmt es natürlich, der Vorführeffekt, ne, steht jetzt hier oben auch minus 33, ist wahrscheinlich ein bisschen klein zu erkennen, aber jetzt stimmt's. Wenn das aber als Beispiel mal nicht stimmt, ne,
muss man nicht verzweifeln. Es gibt einen total einfachen Trick. Man klickt einfach hier, da, wo diese Grafikanzeige ist, da klickt man einfach drauf und dann wird nämlich der Import neu gestartet und da wird alles nochmal neu berechnet. Und es gibt noch einen Trick. Wenn man jetzt irgendwie ein Konto schon seit ein paar Jahren hat, dann kann dieser Import auch mal 5 Minuten dauern. Man kann das beschleunigen, indem man nochmal draufklickt. Dann wird man sehen, das geht jetzt plötzlich dreimal so schnell, fünfmal so schnell genau genommen und dann ist es viel schneller fertig. Und dann ist es auf jeden Fall halt auch nochmal dann da. Also wenn mal was nicht stimmt, man der Meinung ist so, hä, einfach hier draufklicken und dann wird es nochmal neu gerechnet und dann ist alles fein. Und das Gleiche gilt auch, das ist nämlich hier auch irgendwo noch mit drin, greife ich auch mal kurz vor, genauso für die Trade-Ergebnisse. Da habe ich jetzt allerdings halt wohl hier scheinbar irgendwie einen Vorführeffekt, weil das funktioniert nämlich eigentlich in der Release völlig stressfrei, aber jetzt hat er hier keine Lust. Ja, da bin ich gerade am Umbau für den MT5, für den MT4. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade, weil man nämlich halt die ganzen Trade-Ergebnisse auch. Aber es ist gut, dass ich es jetzt sehe. Also in der Release geht es hundertprozentig, dass ich nämlich, wenn ich hier die Trade-Ergebnisse im Chart anzeigen lasse, dass ich die halt, die werden halt auch nicht gespeichert, sondern in dem Moment, wenn ich jetzt den Chart halt durchscrolle und dann werden die halt dann für das, was man im Chart sieht, dann nachträglich berechnet und dann angezeigt. So, warum es jetzt hier nicht geht, weiß ich nicht. In der Release definitiv geht. Also wie gesagt, das hier ist schon wieder eine Beta-Version und die ist ja schon, sieht man ja auch hier, ne, an der Bezeichnung, die ist schon wieder einen Schritt weiter. Aber gut, dass ich so das hier gerade sehe. Keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Ne, das heißt also auch hier, die Anzeige von den Trades im Chart, ist natürlich jetzt hier leider nur theoretisch erklärt, die ist halt auch immer da, da geht auch nichts mehr verloren. So. Das war die erste Mail und wir haben 20 nach 6, deswegen habe ich gesagt, ich sehe da schwarz, dass wir da heute durchkommen. Also ich glaube, man kann jetzt auch schon sagen, bitte keine neuen Fragen mehr. Ne? Wir werden es nicht schaffen, da noch durchzukommen. Ich drücke hier aufs Gas, so gut es geht, aber man muss ja auch verstehen, was ich halt erkläre. Also Hubertus, bitteschön. So, nächste Mail war, der Wert aller Horizontallinien springt beim Zeitenwechsel oder Zoomen an andere Stelle in den freien Raum. Ja, mal gucken. Das heißt, wahrscheinlich ist das ja damit gemeint, ne? Den Timeframe wechsle. Ne, bei mir jetzt halt natürlich wieder nicht, ne? Also die ist da, wo sie hingehört. Da wäre dann wieder die Frage, ist der MT5 oder, ne, 2.6, das ist auf jeden Fall der MT5 damit gemeint. Wenn aber sowas halt sein, also sollte eigentlich nicht sein, ist aber gerade tatsächlich auch eine von den Sachen, die in der Überarbeitung sind. Kann jetzt sein, dass es hier schon wieder behoben ist. Ne? Wenn das aber so ist, ne, wenn dann so eine, hier so ein Ding da halt irgendwo sonst steht, es reagiert auf jeden Fall, wenn man halt hier den Chart nur minimal skaliert, der Chart sich irgendwie ändert, dann wird es halt nochmal richtig zurückgesetzt. So, dann halt wohl, ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Muss man, und beim Start springt der Chart auf die längst und die immer auf die längste Zoom-Einheit. Man muss immer jeden Chart kleiner zoomen. Ja, ich weiß, das war so ein Workaround, weil nämlich in dem ersten Bild, also gemeint ist das, was man vorhin auch gesehen hat, wenn ich den aufmache, bleibt die Skalierung nicht so, sondern geht hier auf irgendwie das Maximum. Das ist nicht schön, das stimmt. Das war ein schnelles Workaround, weil nämlich in der ersten Release, da war es nämlich so, dass man gar nichts gesehen hat und man gedacht hat, ist alles kaputt. Und deswegen ist halt die Skalierung ist da, die nicht die Skalierung, ja doch, die Skalierung ist da teilweise rausgenommen worden aus dem, was gespeichert wird. Und jetzt ist es halt leider so, dass der Chart gerafft ist. Das wird aber natürlich auch behoben, ganz klar. Alarmton geht nicht. Das liegt wiederum nicht am StereoTrader. Das ist ein Bug im MetaTrader, weil das letzte Update führt nämlich dazu, dass nichts mehr irgendeinen Ton von sich gibt. Wird behoben sein, so hoffe ich doch, mit dem nächsten MetaTrader-Update. Also definitiv kein Bug.
vom Stereo-Trader. Ist auch offiziell bekannt und ich gehe mal davon aus, das wird auch nicht lange dauern, bis sie das beheben. Aber das hat eben das, finde ich, das Blöde daran, dass die Updates einfach installiert werden, ohne dass man gefragt wird. Geht eigentlich gar nicht, aber naja, gut. Deswegen, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, auf seinem Computer Updates zu verhindern, sollte man das wirklich auch machen. Bei Servern und so weiter geht das ja, da wird man ja gefragt, darf der das? Und da kann man immer sagen, nein, der darf das nicht. Ob das beim normalen Windows 10 geht, weiß ich nicht. Also, aber generell, ich würde nie Updates von Metacodes sofort installieren, weil es immer wieder vorkommt, dass da Sachen drin sind, wo man so denkt, das kann doch nicht sein. Ja, und im Zweifelsfall ist es ja auch so, wenn ihr den Stereo-Trader benutzt und MetaTrader auf die Idee gekommen ist, da irgendwas einzubauen, was der Stereo-Trader noch nicht kennt und wir dann zum Beispiel nicht, gar nicht mitbekommen haben, dass es ein Update gibt, kommt ja dann auch schon mal vor und dass dann von heute auf morgen nichts mehr funktioniert. Deswegen auf keinen Fall, wenn irgend möglich, immer sofort das Update installieren, beziehungsweise anders formuliert, nie sofort das Update installieren vom MetaTrader, wenn irgend machbar. So, Point-of-Control-Bezeichnungen werden nicht mehr angezeigt. Hä? Doch. Was sind sie doch? Ja. Warum? Ja, da kann ich nicht drauf antworten. Das betrifft wiederum einen anderen Broker. Da muss ich an der Stelle leider passen. Tut mir leid. So, ich weiß nicht von wem die. War da, Rainer, war das von dir? Diese Mail? Das sieht so aus, ne? Sieht bei mir selbst mit leichtem Skalieren nicht. Was genau? Was genau geht mit leichtem Skalieren nicht? Also das Korrigieren? Also es ergibt keinen Sinn, ne? Also es ist kein, auf jeden Fall kein generelles Problem. Also das ist sicher. Und also spätestens wenn man hier halt irgendwie den Chart verändert, muss es funktionieren. Also da gibt es jetzt gar keinen Grund dafür, warum das nicht gehen sollte. Und das ist, weiß ich nicht, was ich da irgendwie jetzt drauf antworten soll, weil es kann halt mal sein, das sind dann halt sogenannte, soll ich sagen, Events, ja, das heißt, da gibt es irgendwann auch so eine Information, ey, der Anwender hat gerade am Chart rumgeschraubt, der hat sich verändert, guck mal, ne? Und das sind solche Events, die tauchen dann halt dann auf und die Aufgabe vom Stereo-Trader ist, die dann halt abzuarbeiten und dann halt zu gucken, hat das mit mir was zu tun? Ah ja, Chart ist geändert, hier gibt es Linien, also muss ich das korrigieren. Und da wird nichts vergessen, auch in der Regel. Von daher weiß ich jetzt gar nicht, was ich da irgendwie bei allen Installationen, also und bei allen unseren halt leider nicht. Da sollte, glaube ich, irgendwie mal der Support mal irgendwie separat dran, glaube ich, ne? Weil es ist wie gesagt, Rainer, nichts generell laufen dann. Da wäre natürlich auch noch die nächste Frage: Läuft da noch irgendwas anderes an Indikatoren von irgendwelchen Drittanbietern, irgendwelche Programme im Hintergrund. Okay, also muss ich jetzt erstmal so. So, jetzt hämmert hier noch einer. Ich glaube, es hackt. Hört man das? Also Solange nur ein keiner ganz den klein Bohrhammer wenig. aus. Es ist sehr Bitte? leise. Also ich Okay. höre es kaum. Ja, solange keiner Bohrhammer auspackt, so war es nämlich irgendwie letzte Woche, habe ich auch gedacht, wenn ich jetzt Webinar hätte, da war es nämlich auch irgendwie abends um keine Ahnung wie viel Uhr. Das wäre dann halt ziemlich unlustig. Perfekt. Ja, dann würde ich, glaube ich, hier mal kurz untergehen. Nee, also wie gesagt, ne, Rainer, ich weiß gerade echt nicht, wo ich da ansetzen soll. Das müssen wir uns, glaube ich, irgendwie mal separat nochmal irgendwie angucken. Auch hier noch so ein paar andere Fragen, die ich jetzt auch gerade übersprungen habe, war Absicht. Da würden wir auch im Support drauf antworten. So, dann gibt es hier noch irgendwie, ich vermute, ist das jetzt eine andere Mail? Da hat irgendjemand geschrieben, VPOC stützt immer wieder ab. Vorlagen lassen sich nicht im angelegten Profil nicht speichern. Ich weiß nicht, wer das war, aber ich vermute, das war.
jemand anders. Also ganz generell, ne, also mit Vorlagen speichern. Wenn man zum Beispiel halt, wie jetzt hier, ne, wie jetzt zum Beispiel sage, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, mache mir hier noch diverse Indikatoren rein und so weiter und so fort. Und da gibt es ja die Möglichkeit dann zu sagen, okay, ich gehe hin und sage dann halt hier Template und dann speichern unter irgendwas halt, ne? So, hier, Template sichern. So, am besten noch Default. Da ist grundsätzlich immer so ein bisschen davon abzuraten. Da halt mit solchen Templates zu arbeiten. Also mit Profilen, okay, weil irgendwie muss es ja handelbar sein, weil das Problem ist nämlich, dass der MetaTrader hingeht und alles, was man im StereoTrader sieht, nämlich mit abspeichert. So, und wenn man dann nachher so ein Template aufmacht und dann ist die Ladezeit deutlich höher und da kann es halt auch mal zu irgendwelchen Sachen kommen, die man so nicht haben will. Deswegen am besten niemals irgendwie halt hier mit Templates halt arbeiten, wenn irgendwie vermeidbar. Und falls man damit Stress hat, also alles, was mit Templates zu tun hat, dann wirklich mal irgendwie, dann tatsächlich mal den StereoTrader neu installieren und dann nochmal gucken, ob das Problem immer noch da ist. Und da würde ich nämlich fast behaupten, das ist dann weg. Und das betrifft vermutlich auch hier genauso die Geschichte mit dem VBOB. Ich habe jetzt VPOC. Ich habe jetzt hier nur VWP-Linien lassen sich nicht speichern. Das lassen sie doch eigentlich auch sowieso nicht. Seit ich das Add-on installiert habe, also kann ich verstehen, aber auch, also hier, das Ding ist hier von dem Helpdesk natürlich immer, ne, klar, schon auch spezielle Sachen aufzugreifen, auf die nicht jeder kommt. Aber halt auch Dinge, die dann nachvollziehbar sind. Und ich weiß halt, ne, dass das VPOC, das haben wirklich so viele im Einsatz. Wäre das ein generelles Ding, dann würde mir, glaube ich, der Support, die ganzen Jungs vom Support von FX Flat ganz schön auf dem Dach stehen. Und da das nicht der Fall ist, ist es halt leider ein Einzelfall. Und muss dann leider auch dort in irgendeiner Form, sollten wir versuchen, dort dann auch zu klären. Weiß nicht, aber der das geschrieben hat, ist auch, glaube ich, irgendwie gar nicht da oder hat sich jetzt zumindest noch nicht gemeldet. So, okay, gehen wir weiter. Also, jetzt ist mal durch. Genau, das hatten wir schon mit dem Zusammenschieben. Das überspringe ich jetzt mal von der Skalierung. Gut, hier gehört ein Foto dazu. Also er verwendet Layout Pop Modern, Pop Black. Wenn ich diese Einstellungen auf Custom ändere und meine individuellen Farben einstelle, habe ich nach dem Wechsel des Marktes einen komplett schwarzen Chart. Okay, da ist ein Foto dabei. Das stelle ich es auch mal, nicht böse sein, mal kurz hinten an, weil ich fürchte, dass hält uns hier gerade dann auch ein bisschen arg auf. Ich habe, sorry, wenn ich hier vor mich hin murmle. Ich muss nur mal gucken, dass da nicht irgendwas drinsteht, was man nicht vorlesen darf. Was ist das Problem? Okay, auch wieder Foto. Schwierig. Angeschlossen. So, muss ich auch überspringen. Also, da darf man alles vorlesen. Nee, nee. Also, ich lese ja nur dann vor, wenn ich auch die Chance habe, ne, das halt hier abzuhandeln. Also, das ist natürlich auch damit gemeint. Also, wir haben hier halt auch das Thema, also der Michael war das wohl, abgeschlossene Trades werden bei mir nicht mehr im Chart angezeigt, betrifft nur die Funktion des StereoTrader, die Anzeige im MT5 funktioniert. Also, der MT5 zeigt ja keine Trades im Chart an, sondern nur Positionen. Ne? Das muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht so verwechselt. Soll nicht besserwisserisch klingen, auf keinen Fall. Aber was die Definition von Trades und Positionen angeht, die ist im MetaTrader nicht so wirklich geregelt. Also bei mir funktioniert jetzt hier ja gerade nicht, ne? Aber ich behaupte mal, in der Release funktioniert das. Welche was? 2653. Ich schließe jetzt aber auch nicht aus, dass das in der letzten Release reingekommen ist. Im letzten Bild. Ich sehe es gerade zum ersten Mal.
Da kann ich dir aber auch zusichern, das wird nicht lange dauern, das wieder zu beheben, weil es kann ja nichts Großes sein, wenn das sich das da irgendwie gerade erst eingeschlichen hat. Weil es ging ja, ne? Also mit der 2652 ging es garantiert, mit der 2651 auch. Also deswegen, das kriegen wir ganz schnell wieder hin. Was ich aber nicht verstehe, also ebenso verschwinden meine individuellen Einstellungen, Mysterio. Aktuelles Beispiel. Ich habe beim Mysterio Trader Einstellung Menü Terminal, beim Skype Trading einen Trading Stop eingestellt, TA36. Wenn ich die Änderungen mit dem Feld anwenden, mal gucken, ob man das nachvollziehen kann. Terminal, so TA36. Gibt's gar nicht. TA20, da halt Stelling erscheint Ausgabe TI. Okay, ja. Also gemeint ist damit hier Skype Terminal und dann habe ich oben mein TI. Ja, der ist ja dazu da, dass wenn ich halt auf die Idee komme, halt hier den Instant Trail anzuwenden. Na, das ist der hier. Da kann ich ja direkt lostrailen, ohne dass halt irgendwie halt hier der Trigger oder irgendwas da halt erreicht ist. So, und dann sagt er, wenn ich jetzt aber wieder den Markt wechsle, beziehungsweise den MT5 außen wieder einschalte, ist diese individuelle Stelle auch das Feld TI wieder verschwunden. Okay. Also, ist der Trailer weg. Gucken. Ich vermute nämlich da was ganz anderes. Aber mal gleich gucken, ob das wirklich so ist. Also erstmal check. TI ist da. Gucken, was eingestellt ist. Terminal. Auch das, was ich eingestellt habe, ist da. So, ich vermute hier was ganz anderes. TI, also der Direct Trail ist dann weg, wenn man den Single Mode aktiviert. Da war der nämlich vorher fälschlicherweise da. Da gehört er nicht hin. So, aber wie man ja gerade gesehen hat, er ist ja da und auch die Einstellungen sind noch da. Von daher habe ich individuell erfasst TA36. Okay. Wie erfasst man den denn individuell, ne? Habe ich da selber was vergessen, was da möglich ist? Nicht wirklich, ne? Wo stellt man denn TA36 ein? Also, ich habe schon Sachen irgendwie gefunden, die ich irgendwann programmiert habe, die ich vergessen habe. Von daher zeigt mir, muss mir, glaube ich, mal einer TA-Trading. Ah, okay. Und darüber kann man das dann. Tatsächlich, er hat recht. Also, ist gut, ne? Ich glaube, jemand anders muss bald das Helpdesk machen. Ich bin damit überfordert. Also, wollen wir mal gucken. Werden wir ja wohl dann irgendwie auch hier nachvollziehbar irgendwie hinkriegen. Interessant, dass das geht. Okay. Krass. Okay, TA36. TI ist da. So. Dann machen wir weg. Warum mache ich das eigentlich immer so? Ich kann eigentlich. Na egal. Das bin ich irgendwie so gewohnt aus dem Debugging hier. Weil dann nämlich dann meistens keine Lust drauf hat, danach noch zu funktionieren, wenn man mitten im Debugging den Chart zumacht. So, Instrument. Quatsch. Terminal. Ah, okay. Gut, jetzt weiß ich, was gemeint ist. Das heißt. Eigentlich fehlt. Ja, alles klar. Gut. Nachvollziehbar. Check. Und wird behoben. Okay. Gut, also haben wir wenigstens noch mal was nachvollziehbar. Ist das doch schön. Okay. Und das andere, wie gesagt, muss ich mir im Bild angucken. Das führt zu weit. Das hier war ja jetzt halt soweit okay. Also funktioniert, also ne, das Problem taucht ja nur auf, das können wir hier so festhalten. Das liegt wahrscheinlich an der Speicherreihenfolge. Der weiß vorher noch nicht, dass er mit 36 Perioden überhaupt arbeiten kann. Ne?
und kriege dann hier gesagt, ey, da ist TA36 und der guckt da, habe ich nicht. Und damit hängt das wohl zusammen. Also das heißt, generell funktioniert, aber nur mit den voreingestellten nicht, wenn man hier zum Beispiel eine 36 angegeben hat, also ein Wert, der nicht da ist. Okay? Alright. Okay, super. So, dann haben wir die E-Mails durch, ne? Hat er nicht gesagt, er bleibt da? Ist er weg. So. Ich bin da, Dann gehe ich Dirk. mal. Die E-Mails haben wir durch, oder? Ja, sollten wir durchhaben. Ja, okay. Gut. Okay, also das andere muss ich mir halt einfach, muss ich mir mal angucken. So. Dann gucken wir mal, wie weit wir damit noch kommen. Da steht auch wahnsinnig viel drin. Wie gesagt, wir werden es nicht schaffen, aber ich trinke mal kurz einen Schluck Wasser. Und dann. Ich muss mal ganz kurz. Eine Sekunde bitte. Ganz kurz was privat machen. Einen Moment bitte. So. Ja, gut, also weiter geht's. So, hallo Stefan. So, ich gehe jetzt mal einfach alles von oben nach unten durch. Guten Abend, hallo, 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 hallo. Genau. So, Florian hier nochmal explizit begrüßt. Am besten, Florian, am besten hilfst du mir hier so ein bisschen, damit ich halt da nicht alles durchgehen muss. Vielleicht kannst du so ein bisschen vorgreifen und mir dann sagen, so, guck mal die Frage um 18:03 Uhr oder von Vorname. Ich glaube, das wäre echt klasse. Okay. Ich versuche es parallel, aber ich glaube, da kriegen wir hier einen besseren Flow rein. Okay, das Aber hatten da wir haben wir schon. auch. Ich gucke einmal rein. Ja, ich auch parallel. Ja, genau, die Trade-Ergebnisse, ne? Das jetzt hab ich jetzt hier schon, lese ich schon zum vierten oder fünften Mal. Das scheint tatsächlich in der 2653 irgendwie reingerutscht zu sein. Also, tut mir leid, ist echt nicht aufgefallen und wird ganz schnell behoben. Mal gucken, ob das heute noch vielleicht sogar funktioniert. So, Uhrzeit ist rot. Habe ich heute Morgen gelesen. In der Gruppe greife ich mal kurz auf. Früher, du kannst mal weiter gucken, ob da noch irgendwas dazu kommt. Und ansonsten mich dann gleich mit der nächsten Frage dann am besten. Ja, genau, also das Thema Uhrzeit auf jeden Fall. Ja. Ja. Ne? Also, Uhrzeit rot könnte momentan damit zusammenhängen. Ist so ein bisschen, also schwer nachvollziehbar, weil ich habe es nirgends. Heißt aber nicht, dass ich das nicht glaube. Ne? Ich muss halt, das Ding ist immer nur, ich muss es ja irgendwie nachvollziehen können, sonst kann ich ja da irgendwie nichts dazu sagen, beziehungsweise das kann ich ja nicht ansetzen. Und es könnte sein, ne, weil wir heute irgendwie Sommerzeitumstellung in den USA haben, dass da halt hier und da irgendwie was mal kurz durcheinander kommt. Eigentlich sollte sich das mit der Uhrzeit. Also bei mir ist jetzt ja hier, sieht man ja, ist ja weiß, ist ja alles fein. Manchmal ist die auch blau. Blau heißt eigentlich, da ist was eingestellt, aber stimmt möglicherweise nicht so ganz. Und rot heißt, stimmt gar nicht. So, wenn die Uhr jetzt halt als Beispiel mal rot ist, man kann das provozieren, indem man halt hier einfach die Zeit falsch einstellt. Dann müsste die jetzt eigentlich rot werden. Nee, dann wird sie blau. Ja, genau, blau ist, ne, ich habe was eingestellt, aber. Der Stereo-Trader ist der Meinung, das kann so eigentlich gar nicht sein. Rot kriege ich jetzt hier wahrscheinlich gar nicht mehr hin. Wenn die rot ist und dann halt einfach mal hier auf kalibrieren gehen, auf Calibrate anwenden, dann sollte es eigentlich weg sein. Ja, ab heute, also weil es halt alles ab heute, von daher vermute ich wirklich, dass das auftaucht, wenn man US-Märkte handelt und vielleicht der Stereo-Trader da versucht, ganz schlau zu sein und es irgendwie Ja, halt also nicht. die Serverzeit ist ja auch umgestellt, ne? Also im MetaTrader ist ja jetzt nicht mehr GMT plus 2, sondern
bis die Zeit bei uns auch umgestellt wird auf GMT plus 3. Ja, also eigentlich GMT plus 3. Achso, ja klar. Aber eigentlich müsste der Stereotaper das hinkriegen. Aber also ich krieg's hier hin, ne? Bei mir jetzt halt leider nur. Aber wie gesagt, dann einfach mal wirklich auf Kalibrieren gehen und dann halt sollte das Thema eigentlich durch sein. Ne? Okay. 18:03 Uhr. Singst du das Webinar auch schon? Nee, das Webinar nicht, aber mit dem Blog, das werde ich mir heute noch schwer überlegen, ob ich das nicht mache. Bei mir MT, ja gut, hier fehlt es ein bisschen der Zusammenhang. Also wie gesagt, mit der Uhr kalibrieren müsste es eigentlich weg sein, ne? Ist kein Beinbruch, muss man halt nur wissen, wo man es dann halt irgendwie hinkriegt. Könnt ihr auch irgendwie mal so einen Klick auf die Uhr mal irgendwie einführen. Wäre vielleicht auch mal nicht so doof. Da muss man nicht so lange suchen. Ja, ne, ist weg. Also wird hier gerade von mehreren bestätigt, die rote Uhr ist weg, sobald man das neu kalibriert. Kann aber dann sein, dass man 2 Wochen wieder kalibrieren muss. Ne? Ist aber, wie gesagt, sieht nur ein bisschen doof aus, erschreckt erstmal, aber. Vielleicht machst du 18:18 Uhr. Wenn du den Namen liest, kannst du dir vorstellen, dass uns das schon das ein oder andere Mal gefragt wurde. Hä? Moment. Was? Bei mir gibt es ein Problem, das mit dem SLTP. Ja. Verstehe die Frage nur leider nicht. Also, bei mir gibt es ein Problem mit SLTP. Aktivierte SLTP werden gelöscht, wenn mehrere Orders aus dem Grid ausgelöst werden. Okay. Bei einer Einzellimit-Order, Market-Order passiert das nicht. Die Frage ist, wie soll ich das jetzt hier machen auf die Schnelle? Also mit Grid, was ist da gemeint? Wenn ich ein manuelles Grid setze, also jetzt halt hier irgendwie so. Also da bräuchte ich irgendwie eine genaue Bedienungsanleitung, weil ich habe das noch nie gehört. Habt ihr mir das schon mal geschickt, Florian? Ich habe es nicht geschickt. Ach, guck mal, wer das war. Ja, deshalb sage ich ja, deshalb sage ich ja. Kommt der hier? Hier, kommt der ganz heimlich da von hinten da. Guck dir das mal an. Und er sagte auch noch, er hat es mir schon geschickt. Wolfgang, ist das dein Ernst? Okay, also Asche auf mein Haupt. Im Zweifelsfall hat der Wolfgang recht. Also, da will ich mich gar nicht rausreden. Da, ja. Ja. Muss ich irgendwie, keine Ahnung. Also, das heißt, also wenn ich die jetzt, also SLTP ist gesetzt, so, wenn jetzt, wie soll ich das denn jetzt provozieren, dass hier mehrere Orders gefüllt werden? Weil der füllt ja nur eine, wenn er jetzt darunter geht. Und die Aussage ist ja, wenn mehrere gleichzeitig gefüllt werden, warum werden dann mehrere gleichzeitig gefüllt? Das wäre jetzt mal die nächste Frage. Von daher bin ich da gerade etwas überfordert damit. Können wir das irgendwie. Ja, der Timo sagt auch, er hat es schon mal gehört, aber ich muss es halt sehen, ne? Weil da brauche ich halt irgendwie echt so eine Gebrauchsanleitung, was ich da genau machen muss, um das nachvollziehen zu können. So, auch Ja, wenn, besorgt hat er, ja, hat er gerade geschrieben. okay, also auch wenn der Wolfgang, der Wolle hier VIP-Status hat, sollen wir vielleicht trotzdem von der Uhrzeit nach chronologisch vorgehen? Nein, alles gut, alles gut, alles gut. Okay. Wo waren wir denn da oben? Also, Zeitumstellung. Ach, genau, ja. Also, der Andreas, 18:05 Uhr, schnappe ich mir mal. Das Theo-Trader verschwind Panel verschwindet auf dem iPad. Was muss ich einstellen, damit es wieder sichtbar wird? Gute Frage. Also, das Problem, ich erkläre das hier mal gerade so ein bisschen, damit man es ein bisschen versteht. Wenn ich den Chart zu klein mache, ne, und dann ist irgendwann das Panel weg. So, das heißt, hier dauert das natürlich, weil da halt ein Haufen Platz ist. Wenn ich aber jetzt auf dem iPad bin und habe nur sowas,
gibt es kein Panel. Ja. Und vorher war das halt so, dass der halt erst dann weg, das Panel erst dann weg war, wenn der Chart kleiner war, als es hier eingestellt ist. Ja, in der minimalen Chartabmessung. So, was jetzt aber halt hier hinzugekommen ist, ist halt die Tatsache, na, heute klappen die Shorts hier nicht, ne? Die schnellen Pseudo-Trades. Was jetzt hier hinzugekommen ist, ist nämlich halt das Ding hier. Und da muss halt genau ausgerechnet werden, wie viel Platz brauche ich, um das alles darzustellen. Ne? Das heißt also auch hier zum Beispiel, wenn ich den Shift darüber bewege, ne, ist dem Stereo-Trader so ziemlich egal, der schickt ihn wieder dahin, wo er es halt mindestens braucht. Und das heißt, da wird dann halt geguckt, ob dieser Raum, ne, also das, was ich hier halt eben, das, was ich, also hier sind es halt hier 420 Pixel, 410 Pixel. Und da wird dann halt gemessen, habe ich die noch oder habe ich die nicht mehr? Und wenn nicht, und dann blendet er sich aus. Ganz egal, was da halt eingestellt ist. Und würde er das nicht tun, dann würde nämlich das Zeug hier quer drüber hängen und man könnte es nicht mehr bedienen. Das ist halt so ein bisschen tricky. Und deswegen ist es halt, also was man, wenn man es auf dem iPad verwendet, also muss man halt wirklich dann einstellen, so klein wie es geht. Also das heißt, also hier bei Layout dann halt, da halt, keine Ahnung, 0,5, 0,7 oder irgendwas dann halt versuchen, ne? Und damit alles möglichst klein skaliert wird. Das hilft. Da sehe ich gerade, ist noch ein bisschen unschick. Ich habe gar nicht probiert. Aber ansonsten gibt es da leider wirklich wenig Möglichkeiten. Ja, weiß ich nicht so ganz, wo ich da anstellen soll. Guck mal, ist gut, ne? Die ganzen letzten Tage long gepredigt und was mache ich im Helpdesk? Geh nur short. Okay. Also, da weiß ich momentan gerade nicht so wirklich weiter. Ist das ein altes iPad, was noch irgendwie von der Auflösung ein bisschen hakt oder? Weil ich hatte vorher auch immer über das iPad Zugriff auf den VPS und habe das aber auch schon lange nicht mehr verwendet. So. Hä? Wenn die Strategienamen werden nur beim Neustart des MT5 angezeigt, verschwinden unter den Chartreitern. Den Chartreitern. So. Ich habe MT4 Version 2.5.2, ist das die aktuellste? Ja, aber wie gesagt, wird demnächst ausgetauscht. So, dann haben wir noch. Hast du noch was, Florian, was du irgendwie gerade aus dir ins Auge springt? Großer Vieles davon Vermengen, haben wir cool. tatsächlich, beziehungsweise hast du schon gegen Anfang gehabt, Ja. aus den Mails raus. Ah, okay. Genau, da schreibt gerade jemand, ich bin ein großer Fan der C-Mini-Charts. Das sind die Dinger hier. Leider lässt sich die Größe nicht mehr ändern. Ich sehe es gerade. Beziehungsweise schon, aber nicht so, wie es eigentlich gemeint ist, sehe ich gerade. Habe ich nicht probiert. Ist im Beta-Test irgendwie nicht aufgetaucht. Ja. Kommt auf jeden Fall auf die Liste. Dann schreibe ich einfach mal auf. Okay, also bestätigt, wird behoben. Da kommt ja gar nichts mehr. Und hätten wir doch noch eine Frage übrig gehabt, ein oder zwei, oder? Ist nicht, bin ich zu voreilig? Dass der Lutz fragt, ob ich das TC Live schon erklärt habe. Nee, noch nicht. Da wäre aber halt Vielleicht auch.18:23 mit War ich doch Pullback. gerade. Huch, ich da was Oder übersehen? hattest du das schon? Ah, Moment.
Das nicht funktionierende Limit Pull Back Order. Limit Pull Back Order funktioniert. Das war Wie einfach. kommt man auf sowas? Also, Limit Pullback hundertprozentig funktioniert. Also, was aber halt sein kann, ist das, weil es hat sich, mit der neuen Version sind so unter der Haube sind so ein paar Einstellungen an anderer Stelle gespeichert. Es kann sein, dass wenn man halt einen, den Chart aufmacht, dass dieses MIT nicht gesetzt ist bei neuer Order. Und wenn das MIT nicht gesetzt ist, gibt es auch kein Limit Pullback. Das ist alles. Das heißt, man muss einfach nur gucken, neue Order, MIT gesetzt. Und dann kann ich hier auf jeden Fall Limit Pullback ganz normal einstellen und die funktioniert auch. Aber das habe ich jetzt irgendwie auch schon ein, zweimal gesehen, dass das irgendwie jemand nicht bedacht hat, beziehungsweise dass das halt irgendwie, das hängt dann mit den alten Einstellungen zusammen, dass die teilweise nicht ganz kompatibel sind zu den neuen. Ist natürlich eigentlich ein Fehler, also nicht so sein umbringend, aber da einfach gucken, dass das halt hier eingeschaltet ist und nicht fälschlicherweise aus. Okay. So. Da gehen wir hier durch. Ich würde da hat eure Compliance, glaube ich, was dagegen, wenn ich darauf eingehe, hier öffentlich. Das werde ich Ja, ist dann eher schwierig. mal, ja, Ist ne? schwierig. Ja. Also Ralf, ne? Du schreib mir irgendwie mal irgendwo in der Gruppe oder und dann sage ich dir, wie das geht. Ich bin da nicht so ganz durch damit mit dem Thema. Und aber das hat nichts, weil also das ist halt so ein bisschen rechtlich schwierig. Also nur damit die anderen nicht gerade denken, laber der da vor sich hin. Es geht darum, dass es gibt halt so eine Funktion, die dreht sich um die Berechnung halt der um die mögliche Berechnung halt von den Steuern. Also hier mit dem neuen Gesetz, die ist aber halt nicht offiziell freigegeben und es hat einfach so rechtliche Hintergründe und deswegen besprechen wir das halt hier nicht. Also die kann man aktivieren. So eine Funktion muss aber halt eben explizit gemacht werden und weil wir halt auch nicht wollen, dass man uns die Bude da einrennt, wenn danach einer sagt, ey, ich muss ja viel weniger Steuern zahlen, als da steht. Das kann nämlich sein. Deswegen ist es halt eine Frage der Compliance. So, dann kommt hier irgendwie iPad Air, aber alt. Ja, ich habe auch ein altes iPad Air. Das ist vermutlich, also das ist hier zu der Auflösung gerade nochmal, hat der Andreas noch was geschrieben. Das könnte halt, ich vermute mal, das hängt damit, also dass es damit halt einfach nicht geht. Ne? Okay. Also, TC Live kann ich ja auch mal kurz aufgreifen. Ich greife immer alle möglichen Add-ons auf, nur nie mein eigenes. Vielleicht auch mal ganz legitim, zumal das ja auch gerade mittlerweile nicht so wenige sind, die das benutzen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier. Also, was genau ist denn die Frage zum TC Live? Also, TC Live ist, guck mal, die Shorts laufen hier heute nicht. Oh Mann, aber das ist auch gut so. Also, was heißt, nein, es ist nicht gut so. Ich hoffe, es hatte keiner nachgehandelt. Ne? Das ist ja eher beim Help des Webinar, da geht es ja nicht darum. Trotzdem hatten wir echt schon oft den Fall, dass die Dinge alle gelaufen sind wie Schmitz' Katze. So, also deine Bilder sehen bei mir mal ganz anders aus. Okay, das ist natürlich Lutz Original in seiner Detailreichheit in den Beschreibungen von irgendwelchen Fehlern der Lutz. Das finde ich immer total klasse. Lutz, du musst, pass auf, man muss immer erklären, also Menschen, die programmieren, die sind ja von Grund auf so ein bisschen blöd, ja, so wie ich halt. Und wenn mir jemand sagt, das funktioniert nicht, und dann verstehe ich das schon mal gar nicht. Das heißt, man muss mir wirklich dann halt ganz klein erklären, was auch, muss das machen und das und das und das und das, wo du dann sagst, ja, das ist doch klar, dass ich das meine. Und dann hast du auch recht damit, aber
So funktioniert ein Programmiererhirn, glaube ich, einfach nicht. Sondern da muss man immer alles haarklein irgendwie vorkauen und dann macht es irgendwann so, aha, jetzt weiß ich, was du meinst. So, deswegen muss ich immer so ein bisschen schmunzeln. Also, bekomme ich so nicht hin. Gut, also, wenn du H1 hast, ich habe H1, dann sehen die bei mir im H1 anders aus. Okay, auch da jetzt noch die Frage, was denn genau? So, ich mache das hier mal drauf. Mal gucken, ob das hier. Ich weiß gar nicht, ob das bei mir hier startfähig ist. Nee, ist es nicht. Ah doch, ist es. Na cool, da haben wir es doch. Also, TC Live, für diejenigen, die das noch nie gesehen haben, das ist mein Add-on aus dem Blog. Jetzt mache ich hier tatsächlich auch mal Eigenwerbung. Also, das ist doch mal legitim, oder, Florian? Ich habe noch nie irgendwie sowas gemacht. Alles gut. Und ja, ich meine, wenn ja auch andere Addons angesprochen, da kann ich ja auch mal was ansprechen. Also, das ist das aus meinem Blog. Ne? Das sind ja dann halt die Levels, die gibt es dann halt hier in Echtzeit, wenn man das Traders Club Live Add-on hat. So, dann sieht man ganz genau dasselbe wie das, was ich auch im Blog habe. Auch wenn ich während des Tages aktualisiere, kommt das halt hier 10 Sekunden später. Und dann sieht man es halt auch. So, und was man halt hier sieht, ist halt, ne, das Setup von heute Morgen. 9 Uhr, normalerweise wird es auch während des Tages aktualisiert. Das lag aber jetzt heute daran, dass das sich in der MT4-Baustelle befindet und deswegen nicht aktiv war. Aber es ist auch nichts passiert, doch mal ab, was man hätte ändern müssen. So, und dann sieht man hier 9:12 Uhr und deswegen sieht das dann genauso aus. So, und das, was ich jetzt hier habe, ist auch das, was die TC Live selbst auch haben. Das heißt, ich habe hier nicht irgendwie das, was ich von mir hier rausschicke, sondern das ist genauso das Empfängermodul. Ne? Es gibt ja halt so ein Empfängerding. Also das heißt, das ist das, was ihr habt, wenn ihr TC Live zu Hause habt. Und da gibt es natürlich eins für den Publisher, also für denjenigen, der die Linien zeichnet und so weiter und die freigibt. Und das ist das hier nicht, sondern das ist das Empfängerding. Das heißt also erstmal sieht es bei mir genauso aus, wie das, was ich im MetaTrader 4 tatsächlich auch gezeichnet habe. Ich kann mal versuchen, rüber zu gehen. Mal gucken, ob das funktioniert. Kann es nicht genau sagen, aber versuchen kann man es ja mal. Das heißt, also hier den DAO. So, und dann gibt es halt hier so ein, bei mir heißt es ein bisschen anders. So, das ist dann der Publisher. Was habe ich denn da noch Lustiges auf? So, aber wie gesagt, das ist jetzt MetaTrader 4 Mega-Baustelle. Keine Ahnung, ob das klappt. Da ist auf jeden Fall kein Trade. Das ist Baustelle. Einfach nicht dran stören. Dass das so aussieht, da stimmt momentan gar nichts. Okay, also das heißt, ich habe dann halt hier meinen Chart, zeichne ich ja dann halt entsprechend jeden Tag meine Levels und gebe die ja dann halt frei. Ne? So. Und das ist halt dieses sogenannte Publisher-Modul. Das heißt, hier kann ich dann auch Texte schreiben, Trades freigeben, Linien malen. Wenn ich jetzt zum Beispiel halt so ein rotes Ding hier oben hinmale, ich weiß nicht, ob man sieht, wie das auch bei mir aussieht. Das heißt, ich mache dann halt hier als Beispiel eine rote Linie. Jetzt nicht irritieren lassen. Ich mache die nachher natürlich auch wieder weg. So, und dann gebe ich die frei hier unten. Das heißt, ich publische das. Und wenn ich jetzt zurückgehe auf unsere Tour, als wäre ich hier einer von denen, die es abonniert haben. Ja, und dann, das dauert dann einen Moment. Ich glaube, hier ist jetzt eine Minute eingestellt, bis es aktualisiert. Und dann kommt jetzt demnächst da oben die rote Linie, wie von Geisterhand. So, und es gibt eigentlich keinen Grund, warum das halt irgendwie jetzt irgendwie anders aussehen sollte, als bei mir hier auch. Ne? Weil ich habe hier genau das Gleiche. Ich habe hier nichts Spezielles. Könnte jetzt natürlich sein, das ist halt dann eher, das wäre mal die erste Frage, ist das MetaTrader 4 oder 5, wo das Ding läuft? Das wäre mal die allererste Frage. MT5, also ich bin hier auch im, keine Ahnung, ne? So, jetzt hat man gesehen, ne, plötzlich ist die Linie da. Ne, hier war jetzt, ist eine Minute eingestellt. Und normalerweise gibt es dann auch noch einen Klingelton. Kann aber sein, dass ich den jetzt hier ausgestellt habe. Und dann weiß man, alles klar, der Hilge hat was Neues gezeichnet, ne? Weil ich mache dann halt auch mal während des Tages Setups und so weiter. Und
um dann halt eben den Markt einzugrenzen und mache auch da mal Live-Trades und so weiter drin. So, was? Okay. Ja, ne, also da bräuchte ich irgendwie halt mal ein Bild, weil man sieht ja, ne, also generell funktioniert, kann aber trotzdem immer sein, dass es dann halt irgendwie bei einem selbst mal anders aussieht. Es gibt eigentlich keinen Grund dafür, ne? Wenn man die aktuellste Version hat, sollte das eigentlich alles sauber laufen. Und ja. Gut. Und mehr kann ich da jetzt auch gar nicht dazu sagen. Also jetzt hier komplett drauf einzugehen, würde jetzt auch den Zeitrahmen sprengen. Es gibt aber auch ein Video dazu. Das ist auf meiner Blogseite auf dirkhilger.de. Dort gibt es ein Erklärvideo, was man wo wie einsetzt und wie man das einbaut und was es tut. Und von daher mache ich das jetzt hier natürlich mal nicht, also dass ich jetzt komplett da irgendwie alles da halt an Funktionen erkläre. So, der Ralf, guck an. Großes Lob an mich und Team und FXLet für die Arbeit. Da sagen wir doch mal Dankeschön, ne? Auch hier im Namen von den anderen Jungs, von Timo und von Martin auch. Und natürlich auch von FXLet. Gut, also 19 Uhr, wir sind auch durch. Die rote Linie kommt nicht. Okay. Ja, das ist leider immer so ein bisschen Baustelle, aber da würde ich wirklich mal, ja, aktuelle Release, soweit ich weiß, einfach mal drüber installieren, ne? Also ein Traders Club Live, weil das wird momentan auch immer wieder mal geändert. Und aber da glaube ich gar nicht, wie bei den anderen Add-ons, vernünftig angezeigt, wenn es eine neue Version gibt. Weil das halt so ein bisschen speziell ist. Weil das nicht wirklich im MetaTrader drin liegt, sondern halt, das liegt so eher auf dem MetaTrader drauf, wenn man so will. Das hat mit dem MetaTrader eigentlich relativ wenig zu tun. Ganz anders aufgebaut. So, und die Linie hat jetzt der Lutz. Und der Stefan hat sie nicht. Okay, also bitte, neues Update auf jeden Fall installieren. Ist immer die beste Lösung. Und sollte klappen. So, das heißt, wir haben dann tatsächlich doch alle Fragen geschafft. Wir haben 19:03 Uhr. Ich hoffe, das war halt, auch wenn ich jetzt irgendwie teilweise ganz schön schnell war, dann aber auch trotzdem verständlich. Und wir konnten hier so ein bisschen helfen. Ein paar Sachen sind ja übrig geblieben. Zwei, drei Sachen für den Support. Drei Kleinigkeiten, die halt hier jetzt meine Aufgabe sind, die wieder rauszuwerfen. Und das wird aber umgehend passieren. Das kann ich auf jeden Fall versprechen, ne? Weil es momentan ist. Es ist halt immer so ein bisschen das. Um das vielleicht auch mal zu erklären, die das ja auch dann so mitkriegen, wenn dann halt mal, wenn wir zum Beispiel mitten im Umbau sind, ja, wie jetzt zum Beispiel halt irgendwie die von November bis März ja fast, hat es ja gedauert, von dem letzten Release zu dem aktuellen. Wenn wir da drin Helpdesk-Webinar machen in dieser Zeit, spielt das natürlich genau da rein, ne? Und das heißt, wenn man dann so eine Phase erwischt, also es tut mir dann auch immer leid, aber dann dauert es natürlich lange, bis dann halt irgendwie mal ein Bug dann halt irgendwie auch behoben ist oder so, ne? Aber wenn wir so einen Status haben wie jetzt, wo wir eine Release draußen haben, die sauber läuft, und dann ist es halt ein Klacks, ja, da halt eben dann auch schnell mal irgendwie was zu beheben, was da irgendwie gerade auftaucht. Nur ansonsten ist halt dieser ganze Umbau immer so ein bisschen riskant, wenn man da halt mit mehreren Versionen da halt dann hantieren muss. Und das ist nicht so ganz ohne. Da muss man schon immer ganz, ganz schön wach dafür sein. Und macht das nicht mal ebenso zwischendurch. Hier ist es jetzt aber machbar, von daher bin ich da guter Dinge, dass es nicht irgendwie länger, also die drei Sachen, die jetzt hier noch übrig geblieben sind, dass die nicht irgendwie jetzt in ein, zwei, drei Tagen da raus sind. Ne? Okay. So, also neue Fragen keine mehr. Wir sind über die Zeit hinaus. Ich sage an der Stelle dann auch mal herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, auch dass ihr so geduldig wart mit dem neuen Update. Und wenn Fragen sind, FX Flat hat ein super Support-Team
Und sie helfen euch gerne. Und wenn die nicht weiterkommen, helfe ich denen ja auch. Und gehe mal immer davon aus, dass wir da alles halt so gut wie möglich da ja auch gewuppt kriegen und eure Fragen dann auch beantworten können. So, dann sage ich an der Stelle herzlichen Dank, wünsche euch einen schönen Abend. Aber letztes Wort, Florian. Danke dir, Dirk. Ja, es war doch ein vielversprechendes Webinar, hat doch was gebracht, viele Fragen gekommen, hast du alle, fast alle, ne? Manche Sachen sind noch offen geblieben. Wir vom Support stehen natürlich auch immer gerne zur Stelle, wenn irgendwas sein sollte, jetzt abseits vom Helpdesk-Webinar. Kommen Sie ruhig auf uns zu, helfen wir Ihnen gerne weiter. Ja, das von meiner Seite noch. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Lassen Sie sich gut gehen. Und dann würde ich sagen, Dirk, dann hören wir uns. Genau, wann auch immer du möchtest. Alles klar. Schönen Abend zusammen. Ciao, ciao. Ciao.